Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute gibt es nicht zwei, sondern drei Corny-Sorten für euch im Test. Die neue Corny Edition, All You Need Is Love. Haben wir direkt einen Ohrwurm, oder? Von den Beatles hier, All You Need Is Love. Ich will es immer automatisch mitsingen, aber ich spare uns das mal. Dann haben wir noch All You Need Is Confetti und All You Need Is Sunshine. Und dahinter verbergen sich folgende Sorten. Bei Confetti haben wir Himbeer-Cupcake-Style, also Raspberry-Cupcake-Style. Hier haben wir Karamell-Banana-Shake-Style. Wie krass ist das denn? Karamell-Bananen-Shake. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und als nächstes Double-Choc-Cookie. Das ist ganz schlicht, schlicht und schön, so wie die Liebe, sage ich mal. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie die schmecken. Wenn ich mir wirklich mal ein Sponsoring wünschen dürfte, ja, dann wäre ich mir echt der Meinung, dass Corny mich mal sponsern sollte, oder? Ich liebe Corny und die Vielfalt und die Sorten, aber wollen wir mal schauen, ob die Sorten auch genauso geil schmecken, wie sie aussehen. Ist auch mal die große Frage, ne? Manchmal steht ja so viel Fantasievolles drauf und dann ist es hier vielleicht nur Banane und hier ist einfach nur Himbeer. Mal gucken, wie es schmeckt. Womit fange ich denn mal an? Karamell-Banane ist schon sehr gewagt, ne? Okay, fange ich da mal an. Fangen wir mit Karamell-Banane an. Am Ende des Videos gibt es wieder alle Zutaten und Nährwerte. Wie bei allen Limited Editions, das finde ich immer so ein bisschen schwierig, muss man wirklich nachher genau drauf gucken, welche Sorte verbirgt sich denn hier hinter. Wenn man die nachher auskippt und in eine große Schale packt, muss man hier hinten beim Weißen drauf gucken, da erkennt ihr im Nachhinein die Sorte. Hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich das erkannt habe, aber da erkennt man es. Seht ihr das? Jetzt ist mein Licht hier zu hell in der Küche, aber hier auf dem Weißen steht zum Beispiel Karamell-Banana drauf. So, wollen wir mal schauen, wie die schmecken. Ich habe die hier im Rewe ergattert. Ihr Lieben, sind wirklich brandneu. Ihr bekommt die bestimmt noch nicht in jedem Rewe, aber schaut mal, je größer der Rewe oder vielleicht auch Edeka oder Real oder Kaufland, desto größer die Wahrscheinlichkeit, die zu bekommen. Schreibt auch gerne in die Kommentare, wenn ihr die schon gesehen habt und schreibt auch gerne, wo ihr die gekauft habt. Das hilft immer weiter. Es freut mich immer total, wenn wir uns hier austauschen können. So sieht der Corny Caramel Banana Shake aus. Riecht sehr intensiv nach Banane. Sechs Riegel in einer Packung. Preislich. Im Angebot gibt es sie für 99, gehen aber glaube ich bis 1,1929 Euro, je nach Edition und Supermarkt. Mhm. Als erstes riecht man Banane und ich finde Banane gar nicht so geil als Geschmacksrichtung, weil Banane immer sehr schnell ins Künstliche abdriftet, in diesen künstlichen Bananenflavor-Geschmack. Und jetzt schaue ich mal. Ist in die Banane drin? Ja. Karamellpulver, Bananenzubereitung, getrocknete Bananen. Okay. Mhm. Und natürliches Bananenaroma. Hier müsste mehr Karamell als Banane drin sein. Aber es schmeckt tatsächlich einen leichten Bananehauch. Und ja. Nicht so schlimm wie erwartet, wenn man es von Banane kennt, aber ich bin auch nicht so ein Riesenfan davon, muss ich sagen. Wenn ihr Banane mögt, dann werdet ihr es lieben. Vielleicht Corny Banane schon mal probiert. Allerdings ist hier Banane jetzt echt gar nicht so als Trockenbanane drin, sondern in geringen Anteilen hier unten drunter in der Creme ist es, glaube ich, enthalten. Deswegen in Ordnung. Weiter geht's mit. Da gibt es die Punkte. Raspberry Cupcake Style. Vielleicht kann mich ja die Sorte doch mehr überzeugen und denkt immer dran. Aber wir wissen es auch, Geschmäcker sind verschieden. Und wer auf Banane so auf diesen Bananengeschmack steht, der mag vielleicht auch dieses Corny Banane Karamell Style. Karamell habe ich gar nicht rausgeschmeckt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich vermute aber, dass das Karamell so ein bisschen die Banane im Zaum hält, damit die Banane nicht ganz so künstlich bananemäßig schmeckt und diese Bananensüße so ein bisschen richtig einordnet. Das sieht ja schon mal mega geil aus hier. Himbeere, Raspberry Style. Schau ich mal drauf. Wie viele Himbeere ist denn hier drin?
Okay, bei den Obstanteilen, ihr Lieben, darf man echt nicht drauf gucken. Himbeere ist immer nur hier unten drunter und zählt so als Geschmacksverstärker. Ich habe euch zum Glück, ach, Himbeerpüree 1% und Himbeersaftkonzentrat auch. Also, das heißt als Geschmacks, aber als Geschmacksnuance. Himbeere ist, glaube ich, das Sommerobst, wa? Also das Trendobst. Ich sag nur Raffaello Himbeere. Gibt es auch hier auf dem Kanal. Schaut es euch an. Mega geil. Obwohl ich nicht der größte Himbeer-Fan bin. Raspberry Cupcake-Style. Wie darf ich das denn verstehen? Himbeere trifft auf Cupcake. Das Cupcake ist auch eine Erfindung, oder? Wie schmeckt denn ein Cupcake? Das schmeckt nach Kuchen. Und das schmeckt leider nicht nach Kuchen. Leider auch nicht so. Es hat eine angenehme Süße und wenn man Bock hat auf was Süßes, ist es geil. Aber die Verpackung ist schöner als der Geschmack, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das, wo ich am Anfang nur so geschwärmt habe, aber gut, es ist nicht immer alles perfekt, ne? Die Welt da draußen. Und ich will auch ein bisschen strenger sein. Muss ich auch. Ansprüche steigen, ja. Ich mag Corny die Marke, ziemlich geile Editions. Ich finde von Corny übrigens, feiere ich total. Muss ich auch mal sagen, die süß- und salzig Edition mit Popcorn, mit Erdnuss, mit Brezel. Wenn ihr Corny süß und salzig seht, kauft die, gönnt euch die. Das ist eine richtig geile Edition. Die Frankreich Edition fand ich auch mega geil. Diese All You Need ist, hat eine geile Verpackung, aber ändert sich noch nicht so viel geboten. Alle Hoffnung liegt jetzt auf Double Choc Cookie, oder wie heißt das? Double Choc Cookie tatsächlich, Doppelschokolade und das sieht schon mal mega geil aus. Ich glaube, dieser Corny-Riegel kann die ganze Edition nach oben reißen. Zumindest wisst ihr, wo ihr euer Geld dann investieren könnt, in welche Packung. Wir sehen den gleichen Geschmack wie der Junkfood-Guru hat. Schokoladig. Intensiv. Dunkel, herb, lecker. Ich frage mich schon mal, wie so ein Keks schmeckt, aber durch dieses Cookie ist mit diesen Chocolate Chips hier nachempfunden. Und das finde ich schon sehr cool, sehr authentisch und sehr lecker und sehr geil. Geil. Von diesem Erlebnis zu diesem hier ist es sehr nah dran. Und von diesem Geschmack schokoladenintensiven Erlebnis von einem Double Choc Cookie hierzu sehr, sehr nah und sehr, sehr geil. Diese Edition würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Kann ich empfehlen. Super lecker. Oh, gebe ich sogar 9 Punkte, ihr Lieben. Ist geil. Kann was. So. Ein guter Geschmack liegt im Bereich von 7 bis, na, nee. Ich habe eine Skala, die geht bis 10. Aber ein guter Geschmack fängt eigentlich erst bei 6 Punkten an. Beziehungsweise alles darunter ist echt so, würde ich sagen, so, blah, mag ich nicht. Also, was gebe ich jetzt für Punkte? So, Banane bekommt 7 Punkte von mir. Und Himbeere bekommt tatsächlich 6 Punkte von mir. Schoko 9 Punkte, das ist meine Skala der Sorten. Muss nicht heißen, dass sie euch nicht schmecken, sondern es liegt einfach nur daran, dass ihr halt einen anderen das ist der Junkfood-Guru-Geschmack. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die einzelnen Sorten bewerten würdet. Wie gesagt, Himbeere Cupcake, 6 Punkte, weil es halt so weit weg ist von diesem Himbeere Cupcake-Gedanken. Und Karamell-Banana-Shake, 7 Punkte, weil einfach auch der Karamellgeschmack mir so gefehlt hat. Ja, 7 Punkte, die sind wirklich lecker und ich werde die Riegel auch gleich aufessen, aber es geht noch besser. Und wie geil und besser es geht und wie nah dran zeigt diese Sorte hier mit Double Choc Cookie. Deswegen volle 9 Punkte. Der Gewinner im All You Need Is Love Battle von Corny. Die Liebe hat gesiegt, ihr Lieben. Was für ein Happy End, oder? Diese Sorte mag ich. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben. Ich würde mich sehr freuen über ein Abo. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss.